am Schluss alleine stehen, wie wir gesagt haben. Es liegt genau, er soll dann am Schluss alleine stehen. Das ist egal. Vielleicht sollten wir die Nummer mal wieder spielen. Oder das. Wir hatten nämlich eine Sache, wir hatten uns auch überlegt, euch mal zu zeigen. Da gibt es nämlich anders zu machen, da brauche ich mal Cajon dazu. Wenn wir als Erinnerung genügen. Großartiger Sound von der Freundin von der Kiel. Kannst du dazu was sagen? Das ist Das ist jetzt gerade. Also das ganze Set habe ich gerade erst ausgepackt. Auch das ist ein Leihset von Tama. Ja, ich hatte die Färber schon mal, aber die habe ich gerade quasi so gemacht. Die war jetzt vorhin auch nicht so. Genau, weil sie mir zugefügt hat. Also ich habe die ziemlich tief gemacht. Die sitzt immer noch nicht perfekt. Ich würde es noch ein bisschen dran rumschrauben nochmal. Die ist zu lang noch ein bisschen. Ja. Und das Fell müsste höher sein. Der Trick ist bei so einer ganz tiefen Snare, das Bottom-Fell nicht so tief zu machen, sondern das Bottom-Fell ganz normal, wie wenn man es eher von einer hochgestimmten Snare sehr hart zu machen. Ist dann der Oktave höher oder zwei. Und dadurch wird sie nicht lang. Wenn du das Bottom-Fell auch tief gestimmt hast, hast du irgendwie, du machst so noch einen steten Ton. Deswegen das Bottom-Fell ganz hoch. Erst so tief wie es geht, ein bisschen abkleben und dann kriegt man so ungefähr den Sound. Wenn wir jetzt ein Mikro hier hätten, wird es über die PA wird's noch saftiger. Ja, also klingt es eigentlich gar nicht so toll. Ja, das ist so ein bisschen, also so kriegt man eigentlich, kriege ich mit jeder Snare in den Sound. Ja. Braucht keine spezielle Snare quasi. So, und mit der einen geht es besser, mit der anderen schlechter natürlich. Also es gibt schon Unterschiede, aber im Prinzip geht es mit jeder Form. Ich habe gesehen, als wie du den einen Stick bei der Snare umgedreht hast. Warum hast du das gemacht? Das mache ich meistens eine Angewohnheit. Eine schlechte. Oder auch eine gute mittlerweile, weil dadurch ich habe mich daran gewöhnt, auf großen Bühnen, wenn ich gespielt habe, hat man irgendwie das Gefühl, man schlägt lauter, wenn der umgedreht ist, oder man hat irgendwie mehr Power. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt über die Jahre und habe jetzt selbst, wenn ich mit meinem Vater im Jazzclub ganz leise spiele, habe ich links den Stick umgedreht. Also ich habe mich auch daran gewöhnt, damit leise zu spielen. Irgendwann fühlt es sich komisch an, wenn man immer dieses Ende in der Hand hat. Fühlt sich irgendwann komisch an, den Stick normal in der Hand zu halten. Für mich mache ich das so. Immer links umgedreht. Kommt auch davon, weil ich den Rimshot, also den Stick, spiele ich immer mit umgedrehten Stick, damit er lauter ist. So klingt er, wie ich ihn spiele. Normal würde er so klingen. Ganz anderer Sound. Ich hab so. Macht richtig nahe. Und wenn du dann eben mehr spielst, dann müsste ich den Stock wieder drehen. Und so hat sich das quasi entwickelt. Also auch eine Angewohnheit. Vielleicht noch eine Frage, wenn du schon beim Sound bist. Die Bassdrum spielst du die kategorisch immer mit dem Beater dran. Du bist ja gnadenlos um 14 rein. Ich habe es nicht besser gelernt, sagen wir mal. Ist auch eine Angewohnheit. Also viele Sachen, die ich mache, sind jetzt nicht irgendwie ausgedacht oder so, sondern kommen einfach, weil man sich dran. Manche Sachen haben auch einen klanglichen Hintergrund, so wie jetzt auch das Stock umdrehen, zum Beispiel beim Rücken. Das hat einen, kommt daher auch. Aber bei der Bass ist es auch eine blöde Angewohnheit eigentlich, die aber zu einem, wie ich finde, besser klingenden Bass oder satter klingenden Schlag führt. Da müssen wir aufpassen. Also, wenn die Bassdrum höher gestimmt ist, dann entstehen da halt so kleine, bei so einer Spieltechnik so kleine, fast Doppelschläge oder Vibrationen und so. Das geht jetzt auch nicht
auf einer Jazz-Bass-Drum spiele ich anders, da spiele ich so. Spiele ich dann auch mit der Ferse unten, weißt du? Aber da kann ich nicht laut spielen. Fühlt sich auch nicht so bequem an. Los. Ja, weil irgendwo, wo ich mich von sprach, könnte er da. Ach so, klingt. Ich meine, ja. Weil da ist dann so gewesen, zum Beispiel, da gab es im Original etwas unschlüssig klein geschraubtes Drumartiges in der Intro. Das läuft die ganze Zeit durch. Der Schlagzeug sind eigentlich eher so offen felsenmäßig darüber. Und hatte ich dann bei dieser Anfangsgeschichte Situation dann auch gesagt, okay, auch bei der normalen. Die Funktion erlangt dann wirklich mal durchgehend so zu spielen. Aber stimmt ja nicht. Da ist es halt so, dass ich mal straight das durchmache. So eigentlich ein bisschen mehr drumherum auch mit den anderen Events irgendwie agieren kann.